Ich bin Janis, 16 Jahre, komme aus Meding, das ist im Norden von Dresden, da bei Weixdorf in der Nähe. Ja, spiele Basketball seit fast 11 Jahren bei den Dresden Titans jetzt. Mittlerweile habe angefangen in Ottendorf beim BCO und gehe aufs Gymnasium Bürgerwiese in die 10. Klasse. Habe jetzt meinen 10. Klasse Abschluss gemacht und mache jetzt ein Auslandsjahr. Danach werde ich dann dort wieder zurückkehren an die 11. Klasse. An das Programm bin ich gekommen über meinen Vater, der das zufällig mal gesehen hat auf Arbeit, weil die auch da waren. So synchron haben die angefragt und das hat er dann mitbekommen und dann hat er das mir gezeigt, die Champions Tour, und ja, fand das ganz cool eigentlich. Da hat er mich dann da angemeldet. Die Tour, ja, sie hat mir viel Spaß gemacht. Ich konnte viele neue Dinge dazu lernen. Ja, durch meinen Coach Christoph war das dann auch nochmal alles bestärkter, dadurch, dass das mir gut erklären konnte. Und ja, hat alles sehr viel Spaß gemacht. Das Größte, was ich erreichen konnte während der Tour, war, dass ich einer meiner Träume erfüllen konnte. Das war ein Auslandsjahr in Nordamerika zu machen, in den USA, um genau zu sein. Und ja, da ab Mittwoch ist dann der Abflug und dann bin ich da am Donnerstag in Amerika angekommen und fängt es dann an, die 10 Monate dort. Was sich geändert hat, ist, dass meine Familie und meine Freunde gesagt haben, dass ja, ich mich persönlich geändert habe und dass ich ja, jetzt immer viel zielstrebiger bin in den Dingen, die ich tue. Und ich denke auch, dass das mir im späteren Leben dann helfen wird. Und jetzt im Alltag so oder so hilft das mir schon, vor allem in der Schule oder so, die Aufgabenstellung zielstrebiger zu bearbeiten. Ja. Sich selber eine Traumcollage zu erstellen, damit man halt seine Träume immer ja, sehen kann in seinem Zimmer, wenn man aufwacht oder so. Das habe ich zum Beispiel gemacht, das hängt bei mir an der Wand. Und sich halt Ziele formulieren und das immer mit Meilenstein machen, also schrittweise durchgehen und nicht immer versuchen, den größten Schritt zu machen, der geht, sondern kleine Schritte, damit man es langsam erreicht, aber damit man es erreicht. Und wenn man versucht, den großen Schritt zu machen, braucht man öfter mal länger, als wenn man die kleinen Schritte macht. Durch die Traumcollage weiß man halt wirklich, was man will eigentlich und ist jetzt nicht mehr sagt zu allem ja, damit man es halt mitnimmt, sondern man sagt jetzt halt auch mal nein, lässt Optionen liegen, damit man halt weiter in die Richtung seiner Träume kommt. Und ja, wenn ich mich jetzt mit dem vor einem Jahr, da hätte ich eigentlich zu einem Jahr gesagt. Und ja, hätte wahrscheinlich jetzt kein Auslandsjahr gemacht, so gesehen, sondern wäre wahrscheinlich hier in Dresden geblieben, hätte meinen Sport weitergemacht, ja, hätte mein Leben weitergelebt und das wäre wahrscheinlich nicht so wirklich in Richtung meiner Träume gegangen. Ja, und durch die Traumcollage und durch meine Zielstellung bin ich da halt nochmal gestärkt worden.